Der menschliche Körper ist unsere ureigene Natur. Sein Wachsen und Vergehen, seine äußere Schönheit und die Faszination seines Inneren beschäftigen die Menschen seit alters her. Wundersames Funktionieren und plötzlicher Tod. Die Anatomie hat in ihrer langjährigen Geschichte immer wieder versucht, die inneren Vorgänge im Körper zu begreifen, um Zusammenhänge zu verstehen und um Heilmethoden zu entwickeln. Eine Herzoperation irgendwo in Deutschland. Längst sind uns die Maschinen vertraut, ist uns die Kunst der Medizin selbstverständlich geworden. Aber ohne die Anatomie, ohne das Interesse des Menschen am Inneren des Körpers, wären die heutigen medizinischen Leistungen undenkbar. Die Renaissance hat den Menschen wiederentdeckt. Leonardo da Vincis Studien vom äußeren und inneren Körper belegen ein allgemeines Interesse an der Anatomie und den damals öffentlichen Sektionen. Die Präparatoren drangen immer tiefer in die Geheimnisse des Körpers ein. Die Methode der Plastination kann heute das Innere des Körpers faszinierender und ästhetischer denn je dauerhaft dargestellt werden. Eine Ausstellung in Japan. Gezeigt werden keine Kunstwerke im herkömmlichen Sinn. Im Mittelpunkt steht die Kunstfertigkeit und Komplexität, mit der die Natur den menschlichen Körper erschaffen hat. Von Anatomen präparierte und plastinierte menschliche Körper. Anfassbar und begreifbar. Scheibenplastination erlaubt die Darstellung von Körperquerschnitten. Der Aufbau wird Schicht für Schicht nachvollziehbar, die Lage der Organe und individuelle Abweichungen werden deutlich. Eine unverzichtbare Grundkenntnis, zum Beispiel für die Anwendung der Computertomographie. Zur Präparation in Scheiben wird der tote Körper erst mittels einer Laserwasserwaage fixiert. Anschließend wird er bei minus 30 Grad in Aceton tiefgefroren und mit Polyurethan eingeschäumt. Mittels einer speziellen Feinjustierung an der Säge können nun millimeterdünne Körperscheiben entstehen. So, Eduard, wenn du los bist, ist das Nach der Entwässerung in Aceton wird die Scheibe mit einem Epoxidharzgemisch hart plastiniert. Über 20 Kunststoffmischungen für verschiedene Anwendungen wurden für die Plastination bislang entwickelt.
Aushärtung der Scheibenpräparate erfolgt nun durch UVA-Lampen. Ganzkörperpräparate stellen bestimmte Aspekte des Körperaufbaus dar. So wurden bei diesem Körper die Nerven freigelegt. Jedes Präparat verkörpert andere Zusammenhänge, weckt oder befriedigt neue Fragen. Präparation eines ganzen Körpers erfordert einige Wochen Arbeit. Mit großer Sorgfalt müssen die gewünschten Strukturen herausgearbeitet und dargestellt werden. Denn in erster Linie sind fertige Präparate ihr Anschauungs- und Unterrichtsmaterial für die Ausbildung von Medizinstudenten. Und was wollen wir machen mit dem Nervus infraorbitalis, sollte der noch mit draufkommen, oder? Es ist genau wie hier bleibt. Ah. Diese Seite. Ja. Nach der Präparation erfolgt der Prozess der Plastination. Erst werden die Körper in Aceton entwässert und anschließend in Silikonkautschuk in einer gekühlten Vakuumkammer imprägniert. Die Künstler der Renaissance und des Barock wussten um unsere Sterblichkeit. Der Tod war allgegenwärtig. In unserem heutigen Lebensumfeld werden Tod und Körperlichkeit immer mehr zurückgedrängt. Der Tod wird ausgebürgert. Die Begegnung mit einem präparierten menschlichen Körper kann einiges bewegen. Sie kann uns Wertschätzung für dieses großartige Wunder lehren, aber auch die Erkenntnis fördern für unsere natürliche Vergänglichkeit. Jeder Mensch ist einzigartig. Nicht nur in seinem sichtbaren Äußeren offenbart er seine Individualität, auch im Inneren gleicht kein Körper dem anderen. Lage, Größe, Form und Beschaffenheit von Skelett, Muskulatur, Nerven und Organen bestimmen unsere inneren Gesichtszüge. Diesem inneren Gesicht widmet sich die Plastination. Die Plastination ermöglicht sehr unterschiedliche Körpereinblicke. Hier transparente 3 mm dicke Körperscheiben eines Mannes. Wir sehen die Blase, darüber die Därme, rechts die dunkle Leber, es folgt das Herz, beidseits die Lungen und hier oben Gehirn und Augapfel. Dieses Ganzkörperplastinat zeigt eine ganz neuartige anatomische Präparationsform. Während in der traditionellen anatomischen Präparation die oberflächlichen Strukturen nach und nach weggenommen werden, kommen hier die tiefer liegenden Strukturen zum Vorschein, indem Zwischenräume zwischen den einzelnen Körperkompartimenten geschaffen wurden. So kommen hier in der Tiefe sehr schön die Organe zum Vorschein und man sieht, wie schützend die Rippen die Organe umgreifen.
Seitlich davon erkennt man die Zwischenrippenmuskeln und noch weiter außen oben die Brustmuskeln und darunter die Bauchmuskeln. Die Plastination erlaubt die dauerhafte Darstellung ungewöhnlicher und neuartiger Präparationen des menschlichen Körpers. Neben den fachlichen Spezialisten der Medizin können nun auch Laien den inneren Aufbau des Körpers verfolgen und verstehen. Einzelne Schwerpunkte sind dem Bewegungsapparat, dem Nervensystem, den inneren Organen und der Entwicklung des Menschen gewidmet. Was verbirgt sich unter der Haut, die unseren Körper bedeckt und schützt? Eine wesentliche Lebensfunktion des Körpers ist die Bewegung. Sie wird durch den sogenannten Bewegungsapparat ermöglicht, der aus Knochen, Muskeln und Gelenken besteht. Die Gesamtheit aller Knochen, das Skelett, stellt das Innengerüst des Körpers dar. Mit seinen mehr als 200 Knochen und 100 beweglichen Gelenken verleiht es dem Körper Stabilität, Halt und Beweglichkeit. Ein Gelenk ist jeweils von einer Gelenkkapsel umgeben, die das Gelenk stabilisiert. Überall dort, wo im Skelettsystem Elastizität gefordert ist, finden wir Knorpel, wie zum Beispiel im Bereich des Brustbeines. Hier ermöglicht der Knorpel die Beweglichkeit des Brustkorbes während der Atmung. Auch die Gelenkflächen sind mit Knorpel überzogen. Hier vermindert der Knorpel die Reibung im Gelenk. Man erkennt ein Kniegelenk, die Knorpeloberfläche ist spiegelnd glatt. In der Tiefe sieht man die Kreuzbänder und seitlich des Gelenkes die Seitenbänder. Bei einer Arthrose ist der Knorpelüberzug durch Verschleißerscheinungen oder entzündliche Prozesse verloren gegangen. Die Zugwirkungen der einzelnen Muskeln, die am Knochen ansetzen, versetzen schließlich das Skelett in Bewegung. Diese beiden Präparate stammen von einem einzigen Körper. Das Skelett ist aus dem Körper heraus präpariert und der Muskelapparat separat davon dargestellt. Dieser Körper zeigt noch einmal beide Systeme des Bewegungsapparates getrennt voneinander, nämlich auf der einen Körperseite der Muskelapparat und auf der anderen Körperseite das Skelettsystem. Diese Körperseite erlaubt darüber hinaus einen Blick auf die inneren Organe. Die Lunge zeigt eine deutliche Schwarzverfärbung infolge langjährigen Rauchens. An diesem Körper sind einige chirurgisch-orthopädische Eingriffe durchgeführt. So sieht man zum Beispiel am Oberarmknochen und auch am Oberschenkelknochen Edelstahlplatten am Knochen angebracht, die zur chirurgischen Stabilisierung von Knochenbrüchen dienen. Diese Spreizer dienen während einer Operation dazu, die Weichteile vom Knochen fernzuhalten. Bei komplizierten Frakturen verwendet man gelegentlich äußere Fixateure, wie hier am Handgelenksbereich oder am Unterschenkelbereich.
Diese Schrauben werden durch die Haut hindurch am Knochen fixiert. An der rechten Brust sieht man hier einen Herzschrittmacher. Die Elektrode des Herzschrittmachers wird hier hinter dem Schlüsselbein in eine Vene eingeführt, bis zum Herzen vorgeschoben und dort fixiert. An den gebeugten Gelenken dieses Präparates sieht man künstliche Gelenke, wie zum Beispiel am Ellbogen, am Hüftgelenk oder auch am Kniegelenk. Vom Kopf bis zu den Zehen spannt sich ein feines Netzwerk von Nervenfasern aus, die die Körperfunktionen überwachen und regulieren. Sie treten direkt aus dem Gehirn oder aus dem Rückenmark aus und verästeln sich zur Peripherie hin in immer feinere Nervenleitungen. In diesem Gestaltplastinat haben wir die Position eines denkenden Schachspielers gegeben, denn es präsentiert das Nervensystem. Hier das Großhirn, darunter das Kleinhirn und im Wirbelkanal das Rückenmark, von dem die peripheren Nerven ihren Ursprung nehmen. Aus dem unteren Teil des Rückenmarkes entspringen die Sakralnerven, die sich hier zum Ischiasnerv zusammenfinden, der über die Beckenschaufel an der Hinterfläche des Oberschenkels entlang fährt, um sich in der Kniekehle weiter aufzuzweigen. Wenn wir den Wangenknochen und den Schläfenmuskel zur Seite klappen, können wir aus dem Gehirn austretende Gehirnnerven sehen. Hier der Nervus trigeminus, wie er zum Auge, zum Oberkiefer und zum Unterkiefer zieht. Er versorgt auch die Schleimhaut der Oberkieferhöhle, die hier angeschnitten und häufiger Ort von Entzündungen ist. Das Gehirn ist das übergeordnete Kontrollzentrum des Körpers, das alle Gedanken und fast jede Bewegung steuert. Es verarbeitet die Sinneseindrücke und befähigt den Menschen zu Gefühl, Erinnerung und Sprache. Das Gehirn macht nur 2% des Gesamtkörpergewichts aus, beansprucht aber 20% der Blutversorgung. Ist die Blutzufuhr zum Gehirn für nur 10 Sekunden unterbrochen, werden wir bewusstlos. Der Pfeil bei diesem Gehirn zeigt auf eine Massenblutung nach Schlaganfall. Das Blut wühlt sich in die Hirnsubstanz hinein und in Abhängigkeit der vom Schlaganfall betroffenen Gehirnregionen entstehen Ausfallerscheinungen wie Sprachverlust oder Lähmungen auf jener Körperseite, die der betroffenen Gehirnhälfte gegenüberliegt. Sind lebenswichtige Zentren betroffen, führt der Hirnschlag zum Tode, das sind ca. 15% aller Todesfälle. Auf dieser frontalen Gehirnscheibe sehen wir ebenfalls infolge eines Gehirnschlages eine tiefschwarze Massenblutung, vor allem auf der rechten Seite. Innerhalb des Gehirns gibt es ein komplexes Kammersystem, in dem Flüssigkeit zirkuliert. Sie dämpft die Erschütterungen, denen das Gehirn täglich ausgesetzt ist. Hier unterhalb des Balkens sehen wir in die seitliche Kammer. Im Falle einer Abflussblockade staut sich die Gehirnflüssigkeit und weitet das Hohlraumsystem aus. Weil beim Baby die Schädelnähte
noch nicht verknöchert sind, kommt es durch die Gehirnaufweitung zur Kopfvergrößerung, dem sogenannten Wasserkopf. Die Abflussblockade wird meist durch angeborene Fehlbildung, entzündliche Prozesse oder, wie in diesem Fall, durch Tumorwachstum hervorgerufen. Die inneren Organe des Körpers sind eingebettet in zwei große Körperhöhlen, nämlich die Brusthöhle und die Bauchhöhle. Beide Körperhöhlen sind voneinander abgegrenzt durch eine dünne Muskelplatte, nämlich das Zwerchfell. Zu den Organen der Brusthöhle gehören zum einen die beiden Lungenflügel und die Luftröhre und in der Mitte das Herz und die ein- und austretenden Gefäße. Unterhalb des Zwerchfells befindet sich auf der rechten Seite die Leber, links davon der große Magen, der hier eröffnet ist. Darunter befinden sich die Dünndarmschlingen, die hier umrahmt werden durch den Dickdarm. Auf der Rückseite des Präparates erkennen wir hier die Milz und noch weiter hinten die beiden Nieren. Parallel zur Wirbelsäule verläuft die große Hauptschlagader, die hier eröffnet ist. An diesem längs eröffneten Körper sieht man sehr schön die inneren Organe in ihrer natürlichen Lage. Hier oben die Zunge in der Mundhöhle, darunter der Kehlkopf, danach die Speiseröhre und davor liegend die Luftröhre. In der Brusthöhle befindet sich hier das eröffnete Herz und darunter das kuppelförmige Zwerchfell. Unterhalb des Zwerchfells die Leber, der Magen und hier die zahlreichen Dünndarmschlingen angeschnitten. Am Beckenboden findet sich hier schließlich die Harnblase und dahinter der Enddarm. Die inneren Organe übernehmen lebenswichtige Stoffwechselfunktionen, die unseren Körper in Gang halten. So nehmen die Lungen die Atemluft auf, über die der Sauerstoff resorbiert wird, der erforderlich ist für die Umwandlung von Nährstoffen in Energie. Die Atemluft gelangt über die Luftröhre und die beiden Hauptbronchien zu den Lungenflügeln. Dort verzweigen sich die Bronchien in immer kleiner werdende Zweige und münden schließlich in der Peripherie in kleinen Luftbläschen, den Alveolen. Diese sind am besten auf einem Querschnitt durch die Lunge zu sehen. Dieses Präparat zeigt eine gesunde Lunge, die in der Mitte das Herz umgreift. An dieser Lunge hingegen sieht man massive Teerablagerungen infolge langjährigen Rauchens. Auch in diesem Brustquerschnitt sind zahlreiche Teerablagerungen im Lungengewebe zu sehen. Hier hat das langjährige Rauchen zu einem Tumorwachstum in Faustgröße geführt, zu erkennen im Bereich des Pfeils. Der Sauerstoff wird über den Blutkreislauf im Körper verteilt. Motor hierfür ist das Herz. Dieses ist ein normal großes, gesundes Herz. Wenn man es öffnet, kann man in die Herzkammern hineinschauen. Hier die linke Herzkammer, die rechte Herzkammer und die beiden Vorhöfe. Zwischen den Kammern spannen sich Segelklappen aus, die verhindern, dass das Blut in die falsche Richtung strömt. Im Vergleich dazu erkennt man an diesem Herzen, dass die Herzwandung im Spitzenbereich deutlich verschmälert ist und das Gewebe weißlich erscheint. Dieses entspricht einem alten Herzspitzeninfarkt. An diesem Herzen ist eine der Segelklappen durch eine künstliche Klappe ersetzt. Das Herz pumpt das Blut über ein dichtes Netzwerk von Gefäßen in die einzelnen Körperregionen.
Hier sehen wir ein Ausgusspräparat der Hand- und Unterarmgefäße. Hierzu wurde Kunststoff in die Arterien injiziert und nach Aushärtung des Kunststoffes das darumliegende Gewebe chemisch herausgelöst. Hier schauen wir auf eine Bauchschlagader. Sie ist aufgeschnitten und wir schauen auf die Innenwand. Sie ist völlig glatt und die kleinen Löcher entsprechen Abgängen kleinerer Arterien. Diese Bauchschlagader stammt von einem jüngeren Menschen. Im Gegensatz dazu zeigt diese Bauchschlagader eine schwere Atherosklerose und im Bereich der Beinschlagadern eine künstliche Gefäßprothese. Verkalkte Gefäßwände sind Schwachstellen im Gefäßsystem. Hier hat der hohe Innendruck in der Bauchaorta zu einer Gefäßwandaussackung geführt, ein sogenanntes Aneurysma. Das Aneurysma ist mit geronnenem Blut ausgefüllt. Alle Körperregionen haben einen ständigen Bedarf an Nährstoffen, die über die Organe des Verdauungstraktes aufgenommen werden. Die Speise wird im Mund grob zerkleinert, gelangt über die Speiseröhre in den Magen, wo sie chemisch angedaut wird. Danach wird die Speise schubweise in den 12-Fingerdarm abgegeben und gelangt von dort in die übrigen Abschnitte des Dünndarmes. Dort erfolgt die eigentliche Resorption der kleinsten Nahrungsbestandteile. Die nicht resorbierbaren Bestandteile werden in den Dickdarm abgegeben, wo sie eingedickt werden und schließlich über den Enddarm ausgeschieden. Hier schauen wir auf die Schleimhaut eines gesunden, aufgeschnittenen Magens. Die Schleimhaut ist faltig aufgeworfen. In ihr befinden sich zahlreiche Drüsen, die Schleim, Salzsäure und eiweißspaltende Enzyme bilden. An diesem Magen erkennen wir an der Hinterwand ein Magengeschwür, ein sogenanntes Magenulkus. Und hier sehen wir ein großes Geschwür im Übergangsbereich zum 12-Fingerdarm. Dieses Präparat zeigt den Übergangsbereich vom Dünndarm in den Dickdarm. Er beginnt im rechten Unterbauch mit dem Blinddarm, an dem sich ein wurmförmiges Anhängsel befindet. Dieser Wurmfortsatz kann sich sehr leicht entzünden und muss dann in einer Operation entfernt werden. Hier sehen wir ein Dünndarmsegment mit einer Fensterung. Die Schleimhaut zeigt viele Falten und darüber hinaus kleinste, zahllose Ausstülpungen, die schließlich die Schleimhautoberfläche auf insgesamt über 120 Quadratmeter ausdehnen. Die Leber ist die größte Drüse des Körpers und wiegt etwa 2000 Gramm. Aufgrund des großen Blutreichtums hat sie eine braunrote Farbe. Im Vergleich dazu ist diese Leber deutlich vergrößert und zeigt eine helle Farbe durch Fetteinlagerung. Dies ist die Frühform der Schädigung durch Alkohol. Im weiteren Verlauf der Alkoholschädigung kommt es zur Schrumpfleber, eine sogenannte Leberzirrhose. Zu den inneren Organen des Körpers zählen weiterhin die Ausscheidungsorgane und die inneren Geschlechtsorgane. Beide Organsysteme werden aufgrund ihrer anatomischen und funktionellen Lagebeziehung zueinander auch als Urogenitalsystem zusammengefasst. An diesem Körper ist die Körperhülle in der Mittellinie durchtrennt und beide Körperhälften zur Seite verschoben. Dadurch wird der Blick auf die inneren Organe frei. Außerdem sind die Organe des Verdauungstraktes zur Seite genommen, sodass man hier in der Tiefe auf das Urogenitalsystem schauen kann. Man sieht hier beiderseits der Wirbelsäule die Nieren mit dem Nierenbecken und von dort ausgehend die Harnleiter, die hier unten im kleinen Becken in die Harnblase einmünden.
Dahinter sehen wir die Gebärmutter mit den Eileitern. Beim Mann befindet sich unterhalb der Harnblase die Prostata. Sie ist hier in Längsrichtung eröffnet und zeigt in der Tiefe den Verlauf der Harnröhre. Mit zunehmendem Lebensalter neigt die Prostata dazu, sich zu vergrößern. Dabei engt sie häufig die Harnröhre ein und führt dann zu Blasenentleerungsstörungen. Die Niere spielt eine zentrale Rolle im Wasserhaushalt des Körpers. Am aufgeschnittenen Organ erkennt man von außen nach innen die Nierenrinde, das Nierenmark und das Nierenbecken. Man kennt zahlreiche Nierenerkrankungen, die mit schweren Funktionsstörungen der Niere einhergehen. Diese Niere zum Beispiel ist aufgrund einer erblichen Erkrankung mit zahlreichen Zysten durchsetzt und massiv vergrößert. Diese Niere hingegen ist aufgrund chronischer entzündlicher Prozesse stark geschrumpft. An diesem Präparat sieht man noch einmal die weiblichen inneren Geschlechtsorgane separat dargestellt. In der Mitte erkennt man die Gebärmutter. Sie ist hier spaltförmig eröffnet. Seitlich davon sieht man beiderseits die Eileiter mit den Eierstöcken. Auf dieser insgesamt vergrößerten Gebärmutter erkennt man zwei Myome. Dies sind gutartige Tumoren, die sich vom Muskelgewebe der Gebärmutter ableiten und sehr häufig auftreten. Die Funktionssysteme des menschlichen Körpers lassen sich in ihren Lagebeziehungen zueinander am besten in dünnen, transparenten Körperscheiben verstehen. Auf der rechten Seite sehen wir Sagittalscheiben in Längsrichtung. Auf der linken Seite sehen wir Frontalscheiben. Die Sagittalscheiben beginnen mit einem Schnitt durch den Arm, von der Schulter bis zu den Fingernägeln. Daran anschließt sich ein Schnitt durch die äußere Leibeswand. Auf der rechten Körperseite ist die Leber angeschnitten, hier zwischen Lunge, Niere, unterhalb der Leber die Gallenblase. Die Leber setzt sich auf den folgenden Schnitten fort. Hier in der mittleren Körperscheibe liegt darüber das Herz und unten drunter das Darmkonvolut. Dahinter die Wirbelsäule und im Wirbelkanal das Rückenmark. Ganz unten sehen wir die gefüllte Harnblase, wie sie die Gebärmutter nach hinten gedrückt hat. Weiter auf der linken Körperhälfte sehen wir das Herz, sehr groß angeschnitten. Hier oberhalb der Magenblase die linke Kammer und die rechte Kammer. Noch weiter links sehen wir die linke Niere, immer noch das Herz hier oben, bis es hier bei der Herzspitze zu Ende geht. Unterhalb des Zwerchfells ist dünne Muskelplatte, die Milz. Die Milz ist auch auf der letzten Körperscheibe zu sehen. Hier unten der Oberschenkelknochen in ganzer Länge angeschnitten bis zum Kniegelenk. Jetzt zur frontalen Körperscheibenserie. Wir beginnen ganz hinten. In der Mitte sehen wir die Wirbelsäule mit Wirbelkörpern und Zwischenwirbelscheiben. Beidseits der Wirbelsäule die beiden Nieren in der Fettkapsel. Darüber die Leber, auf der anderen Seite die Magenblase und oberhalb des Zwerchfells beide Lungen. Dazwischen die Hauptschlagader. Zwei Schnitte weiter vorne sehen wir hier das Herz
deutlicher ausgebildet. Wenn wir nach unten durch das Darmkonvolut zur Blase schauen, dann ist diese deutlich gefüllt, rechts und links davon das Hüftgelenk. Am vordersten Schnitt sehen wir unterhalb des Brustbeines beide Lungen, dazwischen das Herz. Das Zwerchfell als dünne Muskelplatte trennt Herz und Lunge von der Leber. Ganz unten ist sogar der gerade Bauchmuskel zu sehen. Zwischen geradem Bauchmuskel und Haut sehen wir Fettgewebe. Bei diesen Körperscheiben wurden nicht alle Organe komplett durchtrennt. Sie schauen stattdessen dreidimensional aus der Schnittebene heraus. Auf den jeweils benachbarten Körperscheiben fehlen diese Körperteile und hinterlassen entsprechend Hohlräume, die der Form und Größe des herausgelösten Organs entsprechen. Die entstandenen Negativ- und Positivformen ergeben ein instruktives Höhen- bzw. Höhlenprofil, das sich jeweils auf zwei benachbarten Scheiben ergänzt. In der Gebärmutter reift die befruchtete Eizelle zum lebensfähigen Fötus heran. Man sieht hier an der längs eröffneten Gebärmutter in der Tiefe einen 3 Monate alten Fötus. Während der Schwangerschaft wird der Fötus über die Plazenta ernährt, ein Organ, das nur während der Schwangerschaft existiert. Sie steht über die Nabelschnur mit dem kindlichen Organismus in Verbindung. Auf der Seite, die der Gebärmutter zugewandt ist, erkennt man das Kapillarbett. Hier findet der Austausch von Nährstoffen und Sauerstoff statt. In den ersten 8 Wochen der Entwicklung wird die Leibesfrucht als Embryo bezeichnet. In dieser Zeit werden alle lebenswichtigen Organsysteme angelegt. Nach 8 Wochen ist die Periode der Organdifferenzierung weitgehend abgeschlossen. Und die Leibesfrucht sieht zu diesem Zeitpunkt bereits wie ein winziges Kind aus. Die Periode der Organdifferenzierung ist eine sehr sensible Phase, in der die Fehlentwicklung einer einzigen Zelle schwere Missbildungen des Individuums zur Folge haben kann. So zum Beispiel siamesische Zwillinge. Sie entstehen in den frühen Zellteilungsphasen, wenn sich die Zellen oder Zellverbände nur unvollständig teilen. Die Überlebenschancen siamesischer Zwillinge sind davon abhängig, inwieweit die beiden Individuen lebenswichtige Organe miteinander teilen. In diesem Falle liegt eine schwere Missbildung des Gehirns vor. Das Großhirn und die Schädeldecke sind praktisch nicht angelegt. Ein solches Krankheitsbild nennt man Anencephalus oder auch Froschkopf. Mit dieser Missbildung ist ein Fötus nicht lebensfähig. Bei diesem Fötus liegt ein Bauch- und Brustwanddefekt vor. Die Bauchorgane sind nach vorn vorgewölbt und im Brustbereich ist das Herz komplett nach außen verlagert.
Die sich an die Embryonalzeit anschließende Entwicklungsphase ist weitgehend durch Wachstumsvorgänge und Reifung der Organe geprägt. In dieser Zeit wird die Leibesfrucht als Fötus bezeichnet. Bis zum vierten Monat sind die Leber, die Bauchspeicheldrüse, der Darm und die Niere ausgebildet und es beginnen Haare und Nägel zu wachsen. Im fünften Monat beginnt die Ausreifung des Nervensystems und die Mutter kann Bewegungen des Föten spüren. Nach 7 Monaten ist der Fötus so weit entwickelt, dass er im Falle einer Frühgeburt lebensfähig wäre. In den letzten 2 Monaten nimmt der Fötus noch hauptsächlich an Größe und Gewicht zu. Dieser Fötus im Mutterleib ist 5 Monate alt, er hat eine Länge von 17 cm erreicht und wölbt die Bauchwand bereits vor. An diesem Körper sehen wir eine fortgeschrittene Schwangerschaft im 8. Schwangerschaftsmonat. Die Gebärmutter ist nun erheblich vergrößert und zeigt an ihrer Vorderwand die Plazenta, die in der Mittellinie durchtrennt ist. In diesem späten Schwangerschaftsstadium sind die Bauchorgane der Mutter weit nach oben gedrängt. Die nur zum Teil eröffnete Brusthöhle zeigt das Herz mit eröffneter rechter Kammer. Das Wunder der Entwicklung steht am Ende unseres Rundgangs. Der ewige Kreislauf von Tod und neuem Leben. Zum einen soll sich der Besucher über seine eigene Leiblichkeit im Klaren werden. Wir leben in einer artifiziellen Welt und der normale Mensch ist sich gar nicht mehr bewusst, dass er in sich Natur ist. Zum anderen soll hier Anatomie ganz konkret vermittelt werden. Im Sinne von Prophylaxe, denn wenn man sieht, wie sich ungesunde Lebensweise ganz konkret im eigenen Körper auswirkt, Raucherlunge, Herzinfarkt, Meniskusschaden, dann kommt man zu einer höheren Wertschätzung und auch zu einer neuen Sensibilität des Körpers. Andreas Vesal war es im ausgehenden Mittelalter, der zum ersten Mal ein Skelett zusammensetzte, es gewissermaßen aus dem Grab holte und es in die Gesellschaft zurückstellte. Ich sehe mich in dieser Tradition, wenn ich hier den befleischten Leib aufgerichtet in natürlicher Pose zeige. Vesal, Leonardo da Vinci haben ihre Präparationen stets auch als Kunst im Sinne von Kunsthandwerk begriffen. Was ich hier zeige, das ist allenthalb Anatomie-Kunst, die ich als die ästhetisch-instruktive Darstellung des Körperinneren definieren will. Die Ästhetik befördert die Instruktion, erst wenn der Ekel vertrieben ist, entfällt die Lernhemmung. Die mit der Plastination möglich gewordene beliebige Verfestigung von Weichteilgeweben ermöglicht es, den Körper zu fragmentieren. Diese Fragmente können expandiert werden, Körpertüren können aufgeklappt, Fragmente gegeneinander verschoben werden. Diese Dynamisierung und Fragmentierung ermöglichen völlig neue Präparationsformen, die bisher bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind.
die Anatomen des ausgehenden Mittelalters haben die Autopsia, das heißt das Selbstsehen, zur Grundlage aller Wissenschaft gemacht. Der Laie hat sich ein feines Gefühl für Echtheit bewahrt und hat ein Verlangen danach. Ein Modell gleicht dem anderen. Das Präparat aber ist ein Repräsentant eines ganz individuellen Lebens. Der Laie hat ein Recht auf Körperschau, damit er sich ein Bild des Körpers machen kann, ihn im wahrsten Sinne des Wortes echt begreift.